Assalamu alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Ich bin's wieder, euer Wakayashi, und gemeinsam schauen wir uns diese neue Season Plus an. Samina mina, waka waka Samina mina, sankaleva. This time for Wakayashi. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass es eine neue Season gibt, nämlich diese Season Plus. Alle sprechen davon und es gibt sehr viele schöne Belohnungen, die wir alle natürlich wieder mitnehmen müssen. Ich habe für euch alle wichtigen Punkte zusammengefasst und wenn ihr euch für die Season Plus interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. In dieser Zusammenfassung geht es um all diejenigen Sachen, die sich geändert haben oder die dazugekommen sind. Als Leitfaden für allgemein die Season empfehle ich euch weiterhin meinen aktuellen Season Guide. Diesen Link seht ihr auch in der Beschreibung. Bevor wir zur eigentlichen Zusammenfassung kommen, mache ich euch nochmal kurz aufmerksam auf ein aktuelles Giveaway von BDO. Und zwar haben alle Spieler, ausnahmslos alle Spieler, die Möglichkeit bis zum 6.8. an einem Giveaway teilzunehmen von BDO. Dabei könnt ihr die Gegenstände vom legendären Paket gewinnen. Und was so alles da drin ist, seht ihr hier. Neue Spieler, die ihren Charakter nach dem 15. September erstellt haben, müssen lediglich auf Level 56 spielen und ihre Wiedergeburts- und Erweckungsquestreihe abschließen. Alle Spieler, die vor dem 15. September ihren Account erstellt haben, müssen lediglich 3 verschiedene Tuvala-Ausrüstungsgegenstände auf Pen bringen. Ausgeschlossen sind Schmuckteile. Dann werden anschließend 200 Spieler ausgewählt, 100 Spieler aus EU und 100 Spieler aus NA, und diese glücklichen Gewinner bekommen dann einfach dieses ganze Zeugs geschenkt. Ihr müsst euch für nichts weiter anmelden. Wie bei jeder anderen Season auch, gibt es natürlich wieder hier Stufen, Aufstiegsbelohnungen. Das heißt also, ihr müsst einfach nur leveln und kriegt dafür irgendwelche Belohnungen. Die Übersicht darüber könnt ihr hier sehen. Ab Level 30 gibt es das, 40 das, 50 das, 56 dieses hier. Das Ganze geht bis Level 61 und sollte auf jeden Fall nicht verpasst werden. Kommen wir jetzt aber zum Eigentlichen, und zwar zu den ganzen Dingen, die sich jetzt geändert haben in der Season Plus. In meinem aktuellen Guide weise ich bereits schon auf den Schwarzstein der gefrorenen Wellen hin. Diesen bekommen wir wieder durch den Season Pass, allerdings kriegen wir diesen auch durch 2 weitere Möglichkeiten. Entweder durch Afuaro, den wir auf den Season Zimmern töten müssen, hat eine sehr, sehr super geringe Wahrscheinlichkeit, dass er droppen kann. Und ansonsten aus dem Echo des Risses, ebenfalls eine super, super kleine Wahrscheinlichkeit, dass ihr das daraus zieht. Aber es ist möglich. In jeder Season gibt es solche Items, die man gegen irgendwelche Gegenstände eintauschen kann. In diesem Fall, da es sich um eine Herbstsaison handelt, heißen die Dinge Abendrotes Herbstblatt. Free to play bekommst du insgesamt 80 Stück davon, 40 aus dieser komischen Level 10 Kiste, die du bis Level 61 aufmachen kannst, 40 weitere durch den kostenlosen Season Pass und 40 weitere durch den Premium Pass, den du für 3000 Pearls kaufen kannst. Wenn ihr allgemein Tipps braucht dafür, was ihr da auswählen solltet aus diesen 120 Blättern, was sich da besonders am meisten lohnt, checkt gerne den Stream ab. Unten in der Beschreibung seht ihr twitch.tv/wakayashi. Wir sehen uns im Stream. Auch dieses Mal könnt ihr die Hauptquest bis zu einem bestimmten Punkt skippen. Das sind die Voraussetzungen. Ihr müsst Charakter der Saison sein. Ihr müsst die Hauptquest bis Velia, bis ihr zu Alustin kommt, durchspielen. Und irgendein anderer Charakter in eurer Familie muss einmal die Quest Baritz Junite abgeschlossen haben. Die Voraussetzung für diese Quest ist, dass du die Hauptquest von Medea abgeschlossen hast. Wenn du diese ganze Voraussetzung erfüllt hast, siehst du bei Alustin eine Entscheidung. Entweder links für die normale Hauptquest, wo du wirklich alles nochmal durchquesten musst, oder rechts die vereinfachte Hauptquest. Wenn du nicht vorhast, für 30.000 Quests zu gehen, um das Rulopeta Tagebuch zu vervollständigen, dann würde ich auf jeden Fall rechts empfehlen. Dadurch skippst du alle Quests, bekommst trotzdem alle Belohnungen der Hauptquest, nur die ganzen Quests werden dir nicht angerechnet. Wenn du die vereinfachte Quest gewählt hast, gehst du zu Fugar und musst dann hinterher mit dem Schwarzgeist interagieren, musst jedes Mal ein Level erreichen und dann wieder die Quest abgeben und eine neue Quest annehmen, immer mit dem Schwarzgeist reden und da plaudern mal schauen, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Auch diese Season gibt es wieder Pen Capozia Schmuck oder Perilla Stern zu holen. So gegen Ende der Season bekommt ihr wieder so einen Tauschschein, um eines dieser Items einzutauschen, allerdings ist das nur einmal pro Familie möglich. Das heißt also, entweder nimmst du hier Capozia Ohrring, Ring oder Perilla Stern oder Capozia Gürtel oder Capozia Halskette. Wenn du die genannten Items bereits geholt hast in den vorherigen Seasons, es gab insgesamt 4 Seasons bisher, kriegst du natürlich das Item nicht nochmal. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was machen die Leute wie ich zum Beispiel, die schon 4 Seasons mitgenommen haben und alle 4 Items hier mitgenommen haben. Für uns wird ein kleines Geschenk vorbereitet, wie es hier steht, um nicht leer auszugehen. Was es aber ist, ist an dieser Stelle noch nicht bekannt. Auch in dieser Season gibt es wieder den Zeitmesser, womit ihr einmal den Season-Charakter wechseln könnt. Dabei werden die XPs fast vollständig übertragen. Nutzt es auf jeden Fall. Euer zweiter Charakter darf höchstens Level 25 sein. Levelt vorher den Season-Charakter am besten so hoch wie möglich, damit ihr wirklich doppelte XP rauszieht. Kommen wir zu der ersten wichtigen Änderung. Es gibt ja diese veredelten magischen Schwarzsteine, die ihr auf der Season droppen könnt. Und die sind dafür gedacht gewesen, dass man halt das Gear von Tuvala für Rüstungen und Waffen von plus 15 auf Mon, von Mon auf Di und von Di auf Tri
safe zu enhancen. Ihr benötigt nun weniger dieser Steine, um auf die nächste Stufe zu kommen. Meine Empfehlung, benutzt das auf jeden Fall von Die auf Tree immer. Hier braucht ihr jetzt 10 weniger dieser fehlenden Steine. 20 statt 30. Der Nachteil dieser Steine war, dass ihr dadurch Haltbarkeit verloren habt. Und zwar vorher waren es 50 Haltbarkeit und jetzt nur noch 20. Aber das viel krassere ist, dass sie die Tuvalla Enhancing Chancen hier erhöht haben. Wenn ihr auf Die upen wollt, auf Tree, Ted oder Pen, Rüstungen oder Waffen, mit den jeweiligen Stacks 20, 30, 40 oder 60, habt ihr nun 60 statt 36%, 60 statt 32%, 35 statt 25, 35% statt 21%. Ähnliches haben sie auch bei den Schmuckteilen angehoben. Die Chance auf ein Pen-Tuvalla-Schmuck-Item mit einem 40er Feldstack liegt jetzt bei 50,4% statt bei 36%. Mein Season-Charakter ist noch nicht Level 61 und deswegen fehlt hier der Ohrring, aber ich habe schon bereits am ersten Tag Full Pen-Tuvalla geschafft. Diese Chancen sind einfach wild. Also das Enhancen mit Tuvalla ist inzwischen echt ein Kinderspiel und deswegen solltet ihr auf jeden Fall da nicht mehr strugglen. Was ebenfalls noch ziemlich krass ist, ist, dass diese Season euch nicht mehr Hardstack in der Season behält. Ihr könnt bereits schon nach 2 Wochen am 29. September aus der Season rausgehen. Und jetzt kommt vermutlich das Wichtigste und das, worauf ihr am meisten gewartet habt, und zwar die Belohnungen. Normalerweise bekommt ihr am Ende der Season immer so einen Tauschschein, um ein Tuvalla-Item in ein Boss-Item umzuwandeln, was ihr nicht handeln könnt. Dabei verliert es eine Stufe, also Pen-Tuvalla wird zu Ted-Boss-Gear. Dieses Mal in der Season könnt ihr sämtliche Waffen und Rüstungen allesamt ohne Tauschschein einmalig in ein nicht handelbares Boss-Item umtauschen. Das heißt also, wenn ihr Full-Pen-Waffen und Full-Pen-Rüstungen habt, habt ihr anschließend Full-Ted-Boss-Waffen und Full-Ted-Boss-Rüstungen. Die Items sind Xaka, Kutum, Löwenzahn... Die Items sind Xaka, Kutum, Dande, Dimtree, Muskan, Biggs und Giat. Ihr könnt diese Items auch anschließend wieder auf Pen enhancen, ihr könnt sie mit Kafras pushen, ihr könnt sie hinterher sogar auf Fallen God bringen und diese dann auch wieder verkaufen, weil das Item sich ja komplett geändert hat. Und anschließend könnt ihr eines dieser 7 Items auf Pen enhancen. Wie man das jetzt hier enhanced, ist noch nicht bekannt, aber es wird vermutlich ähnlich wie beim Pen-Schmuck durch diese Quest ablaufen. Wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, checkt auf jeden Fall den Stream ab, wie gesagt, Link in der Beschreibung. Für die ganzen Season Dodgers gibt es ebenfalls eine Möglichkeit, so ein Pen-Item zu erhalten, ohne die Season zu betreten. Ihr könnt einmalig eines dieser Ted-Boss-Items, die ihr aus dem Markt kauft oder selber enhanced habt, auch in ein nicht handelbares Ted-Boss-Item umwandeln, sodass ihr immer noch auf diese Möglichkeit, Pen zu bekommen, kommt. Das ist schon eine ziemlich krasse Sache, ein Pen mehr oder weniger zu verschenken. Was haltet ihr von dieser Methode? Was haltet ihr von dieser Idee? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich würde mich selber eure Meinungen freuen. Und jetzt eine weitere wichtige, coole Sache, die sie jetzt eingeführt haben. Und zwar geht es um diesen Wachstumspass. Dieser Wachstumspass wird wahrscheinlich für alle zur Verfügung stehen, egal ob ihr Season gespielt habt oder nicht. Allerdings wird dieser Wachstumspass für alle Charaktere, die Season Plus abgeschlossen haben, gratis verfügbar sein. Vermutlich werden alle anderen Spieler, die Season nicht gespielt haben, dafür zahlen müssen. Aber um ehrlich zu sein, gibt es keinen Grund, die Season nicht zu spielen. Alle sollten die Season mitnehmen. Es gibt sehr viele Belohnungen, die sich auf jeden Fall lohnen. Bei diesem Wachstumspass müsst ihr irgendwelche bestimmten Voraussetzungen erfüllen, um den nächsten Meilenstein zu erreichen. Ihr seht hier links schon 4 verschiedene Symbole. Das hier ist ein Quest-Symbol, das ist ein Kampf-Symbol, also Grinden wahrscheinlich. Das hier ist ein Jagd-Symbol und das hier ist ein Koch-Symbol. Stück für Stück könnt ihr diesen ganzen Wachstumspass erledigen und bekommen dafür wahrscheinlich ziemlich krasse Belohnungen. Fun Fact: Ist das der Ring des reichen Händlers? Zum Abschluss gibt es nochmal hier ein bisschen Statistik, und zwar die Übersicht über den Season Pass, ob er sich lohnt für 3000 Pearls oder nicht. Also wenn man das hier vergleicht mit der vorherigen Season, hat sich hier preislich nichts geändert. Ihr zahlt wie in der letzten Season auch hier 3000 Pearls und bekommt einen Wert von ungefähr 12.000 zurück. Ich würde euch empfehlen, da ihr diese ganzen Belohnungen aus dem Premium Season Pass nachträglich abholen könnt, wartet es einfach ab. Vielleicht gibt es ja noch in den nächsten paar Wochen nochmal einen Coupon, wo ihr nochmal 20% spart. Und holt euch dann den Season Pass. Diese ganzen Links, die ihr gesehen habt, seht ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich extrem über ein Like und ein Abo freuen. Support ist kein Mord, Habibis. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein!